Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Videovergleich vom Honor 9 und dem Huawei P10. Die beiden Geräte sind ja sehr ähnlich, aber es gibt auch einige kleine Unterschiede, auf die ich euch jetzt mal aufmerksam machen will. Fangen wir erstmal an mit der Vorderseite. Da sind die beiden Geräte sich schon wirklich sehr ähnlich. Man sieht einen kleinen Unterschied im Lautsprecher, der beim P10 ist so, sieht ein bisschen metallischer aus als beim P9, ist ein bisschen, beim Honor 9 ist ein bisschen kleiner, aber sonst im Endeffekt sehr ähnlich. Der Homebutton, / Fingerabdruckscanner, ist beim P10 einfach in das Glas eingelassen. Beim Honor 9 ist ja allerdings, ist es eine extra Platte drin. Funktioniert genau gleich im Endeffekt, sieht nur ein wenig anders aus, wenn man genau hinschaut. Der größte Unterschied ist aber die Rückseite. Hier sieht man eindeutig einen starken Unterschied. Wie man weiß, das Honor 9 ist mit einer reflektierten Glasrückseite ausgestattet, das P10 hingegen mit dem Aluminium-Unibody-Gehäuse. Da ergibt sich natürlich ein anderes Gefühl in der Hand, ein anderes Aussehen. Und das Honor 9 ist, wie man sieht, sehr fingerabdruckempfindlich. Das P10, besonders in dieser hellen Farbe, natürlich kaum bis gar nicht. Doch auf den dunkleren Modellen sieht man auch so ein bisschen die Fingerabdrücke. Fangen wir jetzt mal mit dem P10. Also beim P10 sieht man auch schön das Huawei-Logo in der Mitte. Das Leica-Branding oben an der Kamera. Die Kamera selber sitzt in einem kleinen Glasstreifen, schaut nicht aus dem Gehäuse heraus. Das ist beim Honor ähnlich, nur wie gesagt, die ganze Rückseite ist Glas. Hier ist die Kamera nicht extra eingefasst, sitzt aber auch flach im Gehäuse. Sonst der Blitz, der Laser, das ist alles das Gleiche. Dann kommen wir mal weiter zu den Seiten. Hier sieht man die Buttons. Das Honor 9 hat einen Aluminiumrahmen um das Gehäuse. Das heißt, die Seite fühlt sich sehr ähnlich an wie beim P10, doch wie gesagt, es ist abgeflachtes Glas gegen Aluminium. Die Buttons hingegen sind gleich angeordnet, aber nicht ganz gleich. Wie beim P10 sind ein wenig kleiner, sitzen ein wenig fester im Gehäuse. Nicht, dass es beim Honor 9 jetzt schlecht drin sitzt, aber es ist ein leicht besseres Gefühl beim P10. Plus der Power-Button ist ein wenig texturiert, das heißt, man erkennt ihn sofort. Ich meine, beim Honor 9 es ist schwer, ihn zu verwechseln mit den Lautsprechern durch die Größe, aber es ist ein nettes kleines Feature. Außerdem ist er mit so einem leicht roten Rand umzogen, das macht es noch ein bisschen auffälliger. Auf der linken Seite ist der SIM-Slot. Hier ist ein Unterschied, da hat das Honor 9 ein bisschen die Nase vorn, denn das Honor 9 kommt von Haus aus mit einem Hybrid-SIM-Slot. Hier kann man also zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte plus eine SD-Karte einpacken. Das Huawei P10 hingegen hat nur Platz für eine SIM-Karte, es sei denn, man legt ein bisschen mehr Geld auf den Tresen und nimmt die Version mit dem Dual-SIM-Slot. Wie gesagt, es kostet aber ein bisschen mehr. Die Unterseite sieht wieder ein bisschen anders aus, funktioniert im Endeffekt genau gleich. Lautsprecher, ein ganz normaler einzelner Lautsprecher, der bei beiden aber ganz guten Sound bietet. Ein USB-C-Anschluss, Kopfhöreranschluss beim P10, ist hier noch ein Mikro drin. Das ist beim Honor 9 im Lautsprecher drin, also das ist nicht schlechter, die Soundqualität. Auf der Oberseite sieht man wieder, dass Honor 9 hat die Nase etwas vorn. Hier ist nämlich ein Infrarotblaster, damit kann man das Gerät als Fernbedienung verwenden und beispielsweise sein Fernseher oder seine Klimaanlage bedienen, alles was Infrarot empfangen kann. Das hat das P10 nicht, es hat nur ein Mikrofon, genau wie das Honor 9. So, kommen wir jetzt mal zur Software. Da sieht man, das ist wie aus einem Ei, das ist genau gleich. Lediglich die Anzahl der vorinstallierten Apps unterscheidet sich hier, denn das Honor 9 hat hier ein bisschen mehr vorinstalliert, beispielsweise ein paar Spiele wie Assassin's Creed Unity, Asphalt Nitro, das ist beim P10 nicht vorhanden. Aber sonst ist das hier die gleiche Software. Bei beiden handelt es sich um Android 7.0. mit MIUI 5.1, genau gleich. Die sonstige Ausstattung, der HiSilicon Kirin 69 SoC bei beiden, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Speicher. Das Display ist zwar von der Auflösung her gleich, von der Helligkeit her sehr ähnlich, nur wenn man genau hinschaut, kann man bei dem Honor 9 einen leichten Rotstich erkennen. Allerdings kann man bei beiden in den Optionen die Farbtemperatur etwas ändern. Wer hier wirklich präzise rumexperimentiert, kann diesen leichten Rotstich beim Honor 9 rausnehmen. Doch insgesamt sind feine Unterschiede im Display, aber im Endeffekt, wenn man sie nicht nebeneinander hält, wird man da nicht bei einem Gerät schlechter aufgehoben sein als beim anderen. Gehen wir mal zurück in die Einstellungen.
Hier sieht man noch einen großen Unterschied, nämlich die Navigationstasten. Hier hat das Honor 9 wieder ein bisschen die Nase vorn, denn das Honor 9 verfügt über kapazitive Tasten neben dem Fingerabdrucksensor. Das hat das PC nicht. Hier muss man entweder alle Funktionen über den Home-Button machen oder man setzt auf On-Screen-Navigationstasten, die man auch noch einstellen kann, wie man es möchte. Ich habe es jetzt so, dass rechts zurück ist, weil ich an Samsung gewöhnt bin, aber das kann man auch normal machen. Plus man kann hier den Notification-Button sich sozusagen noch dazu packen. Wie gesagt, das Honor 9 hat zwei kapazitive Buttons. Neben, die leuchten so ganz fein, das sieht man nicht unbedingt. Aber ich meine, man weiß, wo sie sind, die wandern ja nicht. Oder man kann es auch alles über den Home-Button machen. Doch wenn man schon die kapazitiven Tasten hat, warum sollte man sie die dann auch noch nutzen? Stellen wir erstmal wieder auf kapazitiv. Hier kann man auch noch die, entweder ist es nach, dass sie nach 5 Sekunden ausgehen, die leichte Beleuchtung, oder sie bleibt so lange an, wie das Display an ist. Das bleibt jedem selbst überlassen. Der Fingerabdrucksensor ist bei beiden genau gleich schnell. Also das ist wirklich bei beiden blitzschnell. Das Gerät entsperrt sofort. So, kommen wir jetzt mal zur Kamera. Die Kamera an sich ist zwar sehr, sehr vergleichbar, wenn nicht sogar eigentlich identisch, bis darauf, dass das Huawei P10, es hat optische Bildstabilisierung, das fehlt beim Honor 9 leider. Das heißt, bei schlechtem Licht wird das P10 bessere Bilder machen, aber sonst bei gutem Licht stehen die beiden Kameras sich in nichts nach. Das ist auch wirklich der einzige Unterschied. Sonst ist es noch ein kleiner Unterschied in der Software, denn das Honor 9 hat deutlich mehr, sagen wir mal, Modi, also so ein bisschen verspielte Modi, wie jetzt der 3D Creator Mode. Da kann man beispielsweise kann man Objekte oder beziehungsweise kann man ein Gesicht in 3D aufnehmen und dann auf eine kleine Puppe spielen und die Puppe anziehen. Also es ist wirklich mehr Spielerei. Beide Geräte verfügen über einen Profi-Modus. Beim Huawei P10 ist dieser sozusagen leicht mit diesem Slider zu erreichen. Dann hat man alle möglichen Einstellungen von der ISO, der Brennweite, alles kann man hier einstellen. Beim Honor 9 funktioniert der genauso, nur ist eben halt über einen Swipe nach links mit den Button zu finden. Dafür hat das Honor 9 aber die Möglichkeit, einfach mit einem Tipp hier drauf auf den zweifachen Zoom zu wechseln. Dann benutzt er halt die Telefotolinse. Dann, wenn dann noch mehr Zoom möchte, kann weiter hier den digitalen Zoom verwenden. Das funktioniert beim PC ein wenig anders. Da muss man sozusagen mit Pinch to Zoom reingehen. Man hat nicht diese extra Zweifachtaste. Wie nützlich das auch ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist trotzdem ganz nett, einfach schnell reinzuzoomen. Dann, wie gesagt, bei den Modi ist sonst beide verfügen über einen Monochrom-Modus oder Monochrom-Sensor verwendet wird. Man kann also super schöne Schwarz-Weiß-Bilder erschaffen. Das ist auf jeden Fall schick. Gehen wir raus. Beide verfügen auch über den großen Blende-Modus. Den kann man bei beiden auch, wie gesagt, genau baugleich einstellen, die Bildebene. Da kann man ganz schicke Porträts mitmachen, beziehungsweise Objekte aufnehmen, der Hintergrund verschwindet schön. Porträtmodus natürlich auch bei beiden vorhanden, inklusive dem guten alten Beauty-Filter. Den sollte man am besten auf Null stellen, es sei denn, man möchte wirklich so ein wenig, sagen wir mal, künstlich aussehen, aber das ist da zum Glück frei einstellbar. Und den Bokeh-Modus, dass der Hintergrund schön verschwindet, ist bei dem Porträtmodus mit drin. Machen wir kurz aus. Die Einstellungen sind auch wieder praktisch identisch, leicht andere Schriftart und ein bisschen anderer Aufbau. Aber sonst sehr gleich, was beide Geräte auch können. Im gesperrten Modus drückt man zweimal auf die Lautstärke runter, nehmen die Geräte ein Foto auf, funktioniert bei beiden. Praktisch genau gleich schnell, 0,7 Sekunden zeigt einem da an. Die entstammenden Bilder sind okay für so einen kleinen Schnappschuss, aber da sollte man nicht die größten Details erwarten, da das Gerät natürlich nicht wirklich die Zeit hat zu fokussieren. Sonst bei der Geschwindigkeit in der täglichen Nutzung, da nehmen sich die Geräte natürlich nicht. Das ist der gleiche SoC, es ist das gleiche RAM, die gleiche Software. Nur das PC hat ein bisschen die Nase vor, denn es verfügt über UFS-Speicher, wohingegen das Honor 9 nur eMMC-Speicher. Das heißt, der Speicher beim PC ist ein wenig schneller. Aber in der täglichen Nutzung merkt man da kaum einen Unterschied. Und es gab ja vor kurzem den, in Anführungszeichen, Skandal, dass einige Geräte auch beim PC eMMC-Speicher verbaut haben, obwohl erst mit dem UFS-Speicher geworben wurde. Also wer Pech hat, in Anführungszeichen Pech, der hat auch beim PC den eMMC-Speicher. Sonst, wie gesagt, die Geräte sind sehr, sehr vergleichbar. Preislich inzwischen auch schon sehr nah gerückt. Denn das P10 ist ja schon ein bisschen älter, das heißt, es ist preislich schon gefallen. Die sind beide
Das Honor 9 kriegt man ungefähr für 420 Euro, wohingegen das P10 noch so 450, 460 kostet, also ein leichter Preisunterschied. Im Endeffekt ist es Geschmackssache. Es ist wirklich, bis auf kleine, aber also ganz feine Unterschiede sind es im Endeffekt, ist es ein sehr, sehr vergleichbares Gerät, nur das Design natürlich, wer lieber so ein bisschen den Eyecatcher mag mit reflektierten Rückseite, der sollte zum Honor 9 greifen. Wer es ein bisschen klassischer, ein bisschen schlichter mag, mit Aluminium Unibody, der ist in den P10 richtig aufgehoben. Beide Geräte liegen super in der Hand. Wie gesagt, die nehmen sich nicht viel, das ist reine Geschmackssache. Eine Sache ist, wie gesagt, jedoch nochmal hervorzuheben, die fehlenden kapazitiven Buttons beim P10 könnten einige Nutzer, die es beispielsweise von Samsung kennen, von den älteren Samsung-Geräten, die könnte es vielleicht stören, die gerne wirklich diese Buttons haben und nicht nur auf Onscreen setzen, weil der Platz ist da, dass da die Buttons nicht da sind, ist ein bisschen schade. Wie gesagt, das wäre es dann auch schon von uns. Was denkt ihr denn? Welches Gerät findet ihr denn besser? Das stylische Honor 9 oder das elegante P10? Teilt es einfach in den Kommentaren mit und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns doch ein Gefällt mir und abonniert unseren Kanal. Und damit verabschiede ich mich auch schon. Bis zum nächsten Mal.